So, hallo liebe Spielende, hier ist wieder Gary Metatron und mein Stream geht heute weiter mit der Stadt der Uhrwerke. Sehr schön, dass hier Cello83 und Christoph auch weiter zuschauen möchten. Mindestens die beiden, es sind noch ein paar mehr Zuschauer dabei, aber die trauen sich nicht zu schreiben. Schön, dass ihr dabei seid. Und jetzt geht's los. Wir gucken uns hier den nächsten Bereich an von der Stadt der Uhrwerke, die Ventralstation. So langsam aber sicher haben wir dann die meisten Hauptbereiche fertig, weil wir haben jetzt die beiden Dungeons fertig, wir haben die zwei Weltbosse fertig. Es fehlt jetzt eigentlich hier diese Gegend und dann noch hier ganz rechts die versiegende Quelle. Ja, und die werden wir... Oh, hallo Cello, danke für dein Follow. Jetzt hat es aber mal richtig gedonkt. Wir müssen einmal ganz kurz meditieren. Sehr nett. Dankeschön. Und der Dremora ist auch dabei. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt gucken wir uns an, was das Tagebuch eines gestrandeten Magiers drin hat. Jo, das liegt hier einfach mal rum. Wenn es nicht zu viel zu lesen ist, gucken wir es mal richtig an. Ansonsten, oh, das ist nicht nur ein Tagebuch da, was hier liegt. Das ist eine Quest. Und da liegt jemand neben. Orinol liegt hier. Was ist der für eine Rasseklasse? Auch ein Nachtelf, würde ich sagen, oder? Dunkelelf, Nachtelf. Ach, ist doch alles gleiche. Ich bin Hochelf. Das andere kann ich nicht so auseinanderhalten. Tagebuch eines gestrandeten Magiers. Der Hund des Magiers kriegen wir jetzt hier gerade als Quest. Das hört sich cool an. Ich mag Hunde. Ich bin voll der Hundemensch. Ja, es gibt Katzenmenschen, es gibt Hundemenschen. Ich bin eher der Hundemensch. Ich habe keinen Hund, aber ich fände es cool, wenn man nach Hause kommt und dann so, yay, hallo, da bist du ja wieder, ich freue mich. Lass uns spazieren gehen. Nö, ich will Computer spielen. Eigentlich bin ich ja gar kein Hundemensch, oder? Räum mein Häufchen weg. Ich muss mal... Nee, eigentlich bin ich kein Hundemensch. Ach, Katzen sind aber auch... Ach, ich weiß nicht. Okay, genau, Tagebuch eines gestrandeten Magiers. Wisst ihr, was ich am meisten vermisse? Nein, es ist nicht Essen, obwohl der geschmacklose Brei, den man hier draußen bekommt, bestenfalls eine Folter ist. Und nein, es ist nicht der Geruch des Grün, obwohl ich hier das Gefühl habe, bis in die Haarspitzen vom Gestank vom Metall durchdrungen zu sein. Und nein, es ist nicht Sicherheit, denn wenn ich in Gradwall eines gelernt habe, dann stets mit Gefahren zu rechnen. Wisst ihr, was ich am meisten vermisse? Meinen Hund. Jona ist so ein liebenswertes Wesen. Zotteliges graues Fell, hellrosafarbene Zunge. Ihre Augen sind wie zwei Sterne, golden und glänzend. Ich vermisse ihren wedelnden Schwanz, der mich immer begrüßt hat, wenn ich nach Hause gekommen bin. Wie sehr sie es liebte, Stöckchen in den Auen zu holen. Bei Ifris Namen verflucht nochmal. Ich vermisse sogar ihr Bellen mitten in der Nacht. Es tut mir so leid, dass ich sie dafür jemals ausgeschimpft habe, weil ich jetzt weiß, dass sie nur ihr Bestes gegeben hat, ein braver Hund zu sein. Vielleicht ist es armselig, dass ich das zugebe, aber ich soll verdammt sein, wenn es nicht die Wahrheit ist. Aber so sehr ich Jona auch vermisse, ich würde ihr dieses Leben hier nicht wünschen. Ich bin mir sogar sicher, dass sie mittlerweile gefressen worden wäre, wenn sie mich hierher begleitet hätte. Entweder das oder eines der monströsen Konstrukte hier hätte sie erschlagen. Schuld an allem dem war nur eine benebelte Nacht mit zu viel Abenddämmerungsale. Mutter hat mir gesagt, dass ich zu töricht für Magie wäre und ich soll verdammt sein, sie hatte recht. Ich habe diesen Portalzauber sicher schon an die 100-mal gewirkt und dann fand nuschele ich das Illnofrex ein wenig. Und vielleicht habe ich es ein oder zwei Silben vertauscht. Und hier stehe ich nun einsam und verbittert und vergeude meine Zeit damit, über meinen verdammten Hund zu schreiben. Ich hoffe nur, dass sich jemand um sie kümmert. Meine Cousine Brillin hat sich immer um sie gekümmert, wenn ich auf Reisen war, aber Jona braucht ein anständiges Zuhause und eine fürsorgliche Hand. Oh, kriegt man hier einen Hund als Pet geschenkt, wenn man die Quest macht? Das wäre doch cool. Kaum zu glauben, dass ich mir mehr Sorgen mache um sie als um mich selbst. Naja. Ich kann meinem eigenen Hintern schon retten. Aber wer kümmert sich um ihren? So, oh, jetzt muss ich das als gelesen markieren. Nee. Und gerade im Moment ist Librarian kaputt. Jetzt kann ich das nicht als Doch-Moment. Ha, geht doch.
Sehr schön. Okay, alles gelesen. Am 14.11. war ich fleißig mit Lesen übrigens heute. Merkt man gerade. Und was muss ich jetzt machen? Ich habe die Quest bekommen, aber so wirklich aussagekräftig war das jetzt nicht. Findet Brellenl in Korberg. Where is Korberg? Brellenl in Korberg. Jo. Das ist mal eine gute Frage. Keine Ahnung. Ich kenne das Dorf gar nicht. Korberg? Gibt's das hier in Elder Scrolls? Was ist das für ein Dorf? Weiß das einer von euch? Ich habe Korberg noch nie gehört. Oder ich habe das irgendwie überspielt, das Dörfchen. Auf jeden Fall sehe ich auf der Map nichts Sinnvolles. Aber was ich Sinnvolles habe, ist, dass ich den jetzt neidisch mache. Der ist zwar schon tot, aber so. Haha. Da ist er ja, mein Hündchen. Guckt mal, ist der nicht süß? Ich finde den so niedlich. Das ist mein Hund. Den habe ich mir sogar für Kronen gekauft. Ich bin ja schon ein bisschen verrückt, ne? Aber Schnuffel ist einfach so niedlich. So, wir gucken weiter hier durch die Uhrwerkstatt. Wir kümmern uns gleich noch um den Hund, also keine Angst. Wir werden den nicht vergessen. Wir wissen gleich, was mit Brillen ist. Ja, schön, Christoph. Schön, dass du mit zugeschaut hast. Schade, dass du schon gehen musst. Und wie heißt mein Kostüm? Fragt Boluka. Das kann ich dir jetzt gleich sagen. Oh, Truhe von Tronje ist auch dabei. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, Prost. Viel Spaß beim Stream. Und jetzt gucken wir mal. Das habe ich schon vergessen, was ich tun wollte. Was wollte ich jetzt gerade noch mal machen? Achso, mein Kostüm, genau. Manchmal bin ich doch ein bisschen verwirrt beim Stream. Kostüm. Das ist das Kostüm der Diebesgilde. Das heißt, du musst das Add-on der Diebesgilde haben, das DLC. Und dann musst du die komplette Storyline durchgequestet haben, die Diebesgilde auch hochgelevelt haben. Bedeutet, du musst doch einiges tun, bis du dieses... Nee, Moment. Ich bin wieder völlig durcheinander. Das gab es mal im Kronenshop. Das war jetzt die einfachste Erklärung. Genau, das war das vom Kronenshop. Ich hatte gedacht, ich habe noch das andere an. Das hier ist mein anderes, was ich sehr gerne mag. Und das ist das von der Diebesgilde. Das habe ich halt alles blau gefärbt. Mit ESO Plus kann man die Sachen blau färben. Ohne ESO Plus kann man keine Kostüme färben. Die kann man also nur dann färben, wenn es... Ja. ESO Plus gibt. Okay, und dann... das hier ist das von der Diebesgilde, wo man die ganze Sache durchspielen muss. Und das hier ist einfach nur aus dem Shop. Habe ich mir auch irgendwann mal gegönnt. Weil ich fand das sehr edel aussehend. Ja, und es sieht immer noch edel aus. Und das ist mal was, was man nicht an jeder Ecke sieht, finde ich. Weil es halt im Shop war und es sieht trotzdem sehr edel aus. Ja, habe ich es mir dann mal geleistet. Und hätte ich besser nicht gemacht? Oh, guck mal da oben, was ist denn das Geiles? What is dort? Wie kommen wir denn da dran? Was ist das? Ein Integral der Introspektion des Konstrukts. What? Wie komme ich da hin? Ich muss da hoch. Das sieht ja interessant aus. Ich glaube, das ist das, was ich eben gesagt habe von der Errungenschaft her, dass ich das noch... Yes. Ich und Jumpen, ey. Da trifft man einen Jump-Legastheniker hier. So, okay. Wir sind da. Ist nicht runterfallen. Okay, ich habe ein Integral des Interspektion des Konstrukts gefunden. Ein Kristall, der die Fähigkeit der Selbstreflexion beinhaltet. Okay, ein... Museumstück habe ich hier gerade gefunden. Ja, ihr seht, nördlich von dem Auge auf einem Felsen ist ein Museumsstück. Ich weiß überhaupt gar nicht, was ich hier gerade gefunden habe. Ja, ich müsste mal mehr die Patchnotes durchlesen und so. Was ist denn das jetzt? Da. Museumstück, einzigartig. Ein Kristall, der die Fähigkeit... Ich drücke mal doppelt drauf, passiert nichts. Wer von euch weiß denn, was das für ein Integral der Interaktion des Museumstück ist? Wo ist denn hier Museum? Das kenne ich auch noch gar nicht. Ich bin echt noch nicht weit genug in der Story, merke ich gerade. Also scheint es irgendwo hier auch in Clockwork City wie in Ausinium ein Museum zu geben.
Ich kann aber mal in die Errungenschaft gucken, die ich eben hatte. Nee, mit dem Vorläufermodell hat das. Doch da. Integral der Introspektion. Das haben wir jetzt schon gefunden. Interessant. Aber irgendwo müssen wir das auch dann nutzen, damit wir dieses Vorläufermodell rekonstruieren können. Ja, aber wir sind schon mal sinnvoll hier mit einem Teil versorgt. Wie lange hast du für das Level gebraucht? Ich habe gerade erst angefangen und bin Level 10. Ja, das ist eine gute Frage. Also, mein Level ist ja 298 und ich spiele seit 3 Jahren. Was ich nicht mache, und das bringt viel Ex, ist Dungeon Runs, Dailies. Das heißt, ich mache nicht die Quest der Unerschrockenen. Ich bin eigentlich nur einmal durch jedes Dungeon gelaufen, um die Dungeons zu sehen, und noch nicht mal durch jedes. Ja, also die Dungeons, die ich zum Beispiel noch nicht habe, das kann ich dir mal kurz zeigen. Man kann ja sehen, welche Dungeons es alles gibt, wenn man hier auf die Gruppensuche geht. Das ist halt dann so, dass ich... Na, wie war das denn jetzt nochmal? Ich bin mal wieder ein bisschen zu blöd. So. Die Kanalisation von Wegesruhe und so, das sind ja alles so Standardsachen, die waren schon am Anfang da, aber Weißgoldturm habe ich noch nicht, Wiege der Schatten habe ich noch nicht, Ruinen von Mazatun habe ich noch nicht, Gefängnis der Kaiserstadt habe ich noch nicht. Ich habe noch nicht die zweite Stadt der Asche, also die etwas schwierigere Version habe ich noch nicht komplett durch. Ich habe Falkenring noch nicht durch, ich habe die Blutquellschmiede noch nicht durch. Also diese 6 Dungeons hier, die habe ich alle noch nicht. Und sozusagen habe ich nur die Gebiete normal durchgequestet. Und alles, was ich durchgequestet habe, auch nur einmal. Ich mache also auch ganz selten diese wiederholbaren Quests. Vielleicht 2-mal oder 3-mal ein paar Dailies gemacht, aber auch keine 12 Tage hintereinander oder so. Bedeutet, ich bin jetzt 3 Jahre dran und bin Level CP 298. Ich würde sagen, das ist ein Level, was für normale Spieler... Ja, die jeden Abend 2 Stündchen, 3 Stündchen spielen, ja, ja, dauert. Oder 2. Wer natürlich hier durchsuchtet und die ganzen Quests und die ganzen Dungeons macht, die ganzen Besuche mit den Unerschrockenen macht und sehr viel mehr macht, der wird bestimmt schneller. 300. Also es gibt viele, die laufen ja schon mit 600 oder so rum. Aber das Leveln ist auch nicht so schwer hier im Spiel. Also das Level 50 hat man relativ zügig erreicht. Und die Champion-Levels sind dann auch nicht so schwer zu bekommen. Hallo Saro, schön, dass du eingeschaltet hast. Und Lertnerf sagt, das ist eine Quest mit einer super Belohnung. Ach so, dieses dieses eine Teil. Wie hieß es denn jetzt? Das weiß ich nicht mehr aus. Boah, ich habe noch ganz schön viel Gestohlenes dabei. Ich muss mal gucken, dass ich das wieder loswerde. Wenn es mir eine Wache abnimmt, ist das ganze Geld weg. Hier, Integral der Introspektion. Da muss ich dran denken, das muss weg. Ich tue mal kurz hier ein bisschen als Trödel markieren. Habe ich beim Alexos LP gesehen. Den gucke ich auch immer. Den gucke ich auch ab und zu. Ich will jetzt nicht immer sagen, ich spiele ja auch ab und zu. Der hat mir mal das mit dem Trödel gezeigt, dass man das... als Trödel markieren kann und dann nachher ohne Angst schnell verkaufen kann. Ja. Finde ich gut, die Option. Braucht man sich nachher nicht so zu kümmern, welchen Schrott man alles verkaufen will. Oh, toll. Jetzt habe ich wieder... Das wäre jetzt natürlich doof, das habe ich dann nämlich nicht gecheckt, ob wenn ich jetzt nochmal Trödel bekomme, der gleiche Trödel jetzt bei Trödel landet oder der gleiche Trödel jetzt wieder im normalen Inventory ist. Der Trödel ist jetzt automatisch in Trödel gelandet. Also, ja, geht gut. Wunderbar. Ja, die Questbelohnung will ich mal also holen, diesen Uhrwerk-Oszillator oder was das alles da heißt. Und das ist in Deshano der Kluftspitze und nicht in der Messingstadt. Also der Hund des Magiers, den wir da noch suchen, den ich da noch suchen möchte. Wo sind wir hier eigentlich? Das ist jetzt die Ventralstation. Haben wir entdeckt. Hier sind viele Spieler. Ist hier ein Dungeon oder sowas? Wir gehen mal rein. Ich glaube, wir haben die Quest noch nicht, die wir hier brauchen. Ja, sieht so aus.
Jetzt wären wir erstmal umsonst hier. Ui, das sieht aber cool aus hier. Hammer. Ja, der Trödel. Ja, danke, Spibo. Du hast recht. Der Trödel wird automatisch dann auch in den Trödel wieder hineingepackt. Das ist super. Dann muss ich echt mal mehr als Trödel. Ach, ihr könnt die Tür von dieser Seite aus nicht öffnen. Gut, hier sind wir falsch. Hier können wir nichts machen. Wir müssen auf die Quest warten, die wir hier brauchen. Die wir hier haben demnächst. Hoffe ich doch mal. Dann gehen wir jetzt zum Hund. Dann bin ich jetzt einfach mal so frei und wechsle mal von der Clockwork City und guck mal, was der Magier da für einen Hund hat. Nicht, dass es so wie die Halloween-Quest ist. Rette Sally und dann ist das so ein Schweinchen oder so. Und der Hund ist dann irgendwie so ein Gruselwolf oder sowas. Bei Zenimax kann mich ja gar nichts mehr schocken, was die manchmal für lustige Quests sich ausdenken. Aber ich gehe jetzt doch mal hier oben lang, was hier noch so ist. Genau, also meinen Hund habe ich dabei. Den anderen Hund gucken wir uns jetzt gleich mal an, damit wir wissen, wer Relenel ist. Und Deshan ist ja relativ klar, wo das ist. Deshan war ja hier in der Gramfeste. Oder Kluftspitze. Ja. Ja, da müssen wir dann halt noch ein bisschen umgucken. Ich kenne dieses. Nee, also Deshan und Kroberg, das Dorf kenne ich nicht. Das muss dann schon irgendwo in der Kluftspitze oder so sein. Das muss schon irgendwo in den Gebieten sein, die ich jetzt nicht so gut kenne, weil ich sie durchgequestet habe, nur als auf der Levelphase. Nee. Ah doch, da war was. Genau. Kluftspitze hörte sich gut an. Ich glaube, da porten wir jetzt gleich mal hin. Da ist was. Findet ein Abkömmling der Gromokul? Nee, das ist eine falsche Quest. Das Erbstück der Händlerin. Was habe ich denn da noch? Manchmal frage ich mich ja echt, was ich da manchmal noch habe. Ist auch statt der Uhrwerke. Nee, wir wollen gleich den Hund holen. So. Hier oben geht es aber, wie es aussieht, auch nicht groß weiter. Da ist noch irgendwo ein Buch zu finden. Hm. Was ist denn das hier für ein Bereich? War der hier schon? Gibt es hier nachher eine Hauptquest oder sowas? Ist hier die Storyline? Ich gehe mal davon aus. Das sieht hier alles so wichtig aus. Das sind schon ganz komische Leute. Die scheinen irgendeinen anderen Boss zu haben hier. Die müsste ja irgendeiner hier hingerufen haben zur Uhrwerkstatt. Irgendwas läuft hier schief. Hey! Und 299. Jetzt geht's zur Sache. Bald sind wir 300. Es dauert nicht mehr lange. Dann knack ich endlich die 300. Yay! Das Max-Level früher war 160. Champion-Level 160, Veteran-Rang 16, von daher, wer braucht das schon? Okay, hier oben ist nichts mehr, wir gucken mal, wo der Hund ist und danach gehen wir noch eine Quest machen. Und zwar ganz hier rechts, diese hier, nie versiegende Quelle, da geht es um irgendwelche Anbaumethoden, um irgendwelche Bauern oder sowas, aber was genau, das gucken wir uns dann an, da porten wir gleich hier mal in das Gebiet. Wir sehen das gleich. Aber vorher den Hund. Also, da könnt ihr mal die Quest durchlesen. Da steht bestimmt, wo Kroberg ist. Orniol erwähnte, dass seine Vetterin Brillnell in Kroberg lebt. Wenn ich nach Kroberg reise und Brillnell finde, kann ich für Orinol bitten, sich um Jona zu kümmern. Eieiei, was ein komplizierter Satz. Gratwald. Da steht's. Magier aus der Stadt Kroberg in Gratwald. Ja, also danke für den Tipp, Lord Nerf, aber war nicht so ganz nah dran, aber wenn man die Quest liest, hat man manchmal doch noch Erfolg. Gratwald. Gratwald. Mhm, ist klar. So, Gratwald war hier. Ach, das waren die komischen Waldelfen, ne? Und Elben und Altmeridominien und so. Da oben, das ist Kroberg. Aha. Jetzt wissen wir wieder mehr. Wir lernen ständig nochmal die alten Gebiete kennen. Wenn man sich das vorstellt, wann habe ich das gespielt? Also, Altmeridominie müsste so mit Champion Level 11, 12 gewesen sein. 50 und... Quatsch. Mit Veteran Level 5 gewesen sein, so rum. Nee, lass mal überlegen. Also, man hat bis 50 gespielt im Ebenherzpakt. Dann ist man rüber zum
nach Kalthafen, da war man VR 1 und 2, also Champion Level 10 bis 20 so rum. Dann ist man rüber zum Deutschsturzbündnis, da hat man dann die Veteranenränge 2, 3, 4, 5, 6 würde ich sagen gemacht. Und dann ist man zum Altmeridominieren, da hat man dann Veteranenrang 7, 8, 9, 10, 11, 12 oder so gemacht. Das heißt, dann war man ausgelevelt so mit Veteranenrang 12, Champion Level 120. Dann hatte man alle Reiche durch. Man musste sie also hintereinander spielen. Darum kenne ich die alle nicht mehr so gut, weil ne, das ist alles so lang her. Und dann kam Karkstein. Karkstein war dann Veteranenrang 14 erstmal das höchste. Das ging nur in Gruppe, da ging gar nichts mit Einzeln und so. Das war ganz anders, das Spiel früher. Wenn man das sich so vorstellt. Vor 2 Jahren, früher, ne, als man noch jung war. Ja, und genau, wie komme ich jetzt dahin? Und da waren auch die Mobs dementsprechend, wenn man wieder in die Gebiete reinging, sehr niedrig. Die waren dann also nix eigentlich. Die standen dann nicht ohne Markierung, ne? Da war dann einfach nur Level 10 stand dann daneben oder Level 50. Hier stehen ja gar keine Level mehr auf den Mobs. Ist ja so wie Skyrim. Die leveln ja einfach alle mit. Das gab's früher nicht. So. Und da war ich dann irgendwann mit VR 8 oder 9, glaube ich, hier. Mit Veteranenrang 8 oder 9. So, ja. Und dann irgendwie mit Orsinium kam, glaube ich, das Champion-Level. Da war es irgendwann vorbei. Und ich finde hier nicht den Weg nach oben. Ich drehe hier gleich durch. Mein Gott, war ich lange nicht mehr hier. Du musst jetzt dran glauben. Tut mir leid. Das ist halt so. Ich habe jetzt Aggro. Ja, sorry. Mensch, kann doch wohl nicht wahr sein. Ich kenne mich hier nicht aus mehr. Aha, nehmen wir doch einfach mal die Brücke hier. Die ist aber auch gut getan. Guck mal. Wie soll man hier in dem ganzen Grün denn was sehen? Das ist doch eher was für Waldelfen statt für Hochelfen hier. Das müsste ja alles Gold sein, verziert und hübsch. Okay. Oh, jetzt mache ich das nicht mehr. Hier sind Wachen. Ich muss ein bisschen aufpassen. Manchmal bin ich ein bisschen zu energisch mit meinem Assassinen-Skills. Hier gibt es ein Buch. Oh. Nehmen wir mal ein bisschen Diebes. Skills. Ah, ja, ja, komm. Keiner dreht sich. Ja, blau. Aufziehbare Würgerfoppenroute. Was ist denn das? Sorry, aber die blauen Sachen muss ich mir manchmal angucken. Eine siebteilige ausfahrbare Route aus Horn und Geweih, mit der die Jugendlichen von Kartar ihr bezauberndes Spiel Würgerfoppen spielen. Ja, okay. Immerhin 250 Gold, darum geht's ja eigentlich. Und hier muss der Hund irgendwo sein. Da liegt er bestimmt. Schon verarbeitet. Wo ist er denn? Hm, wie war das nochmal? Bei den Baumelfen kann man auch nicht auf die nächste Etage hoch, ne? Ja, genau, da war doch was. Damals. Das fand ich bei EverQuest 2 immer so kompliziert. Da gab es mal einen Dschungel, da musste man immer nach oben und unten und dann war das auch hier so mit ganz vielen Stegen an den Bäumen und so. Das war wie bei den Ewoks bei Star Wars und so. Das war so kompliziert. So. Jetzt sind wir aber da. Da ist er! Er lebt noch! Jona! Na du! Wie geht's dir denn? Und da ist Beryl Nelnel. Und dann gucke ich doch mal, ob ich nicht auch so einen Hund habe. Ich glaube, ich habe auch so einen Hund. Ich war ein bisschen hundeversessen. Da, ich glaube, das ist er. Hi, Vincente. Jemand aus Chile schaut uns immer zu. Ich verstehe gar nicht, warum. Da, ich habe den gleichen. Guckt, das ist Jona und das ist die Schwester. Oder der Bruder. Kann es sein, dass ich ein paar viele Hunde habe? So, das war mein zweiter Hund. Ich bin echt der Hundetyp, ne? Und dann habe ich hier noch den dritten Hund. So. Na? Ja. Hier so ein Mastiff Terrier hier. So richtig. Bulldogge, alles Mögliche mit drin. Der ist richtig bösartig. Nein, das sind alles liebe Hunde. Die werden nur von den Menschen bösartig gemacht.
Hunde können voll lieb sein. Einer von meinen Wachleuten bei der Bundeswehr hatte so einen Hund hier, der war so lustig, mit dem hat man Fußball gespielt, der ist überall gegengelaufen, dem war das total egal. Die halten was aus und die sind so lieb, die Hunde. Außer man sagt, denen sei böse, dann beißen sie. Aber richtig. Also, ne, Bull Terrier sind coole Hunde eigentlich. Okay, ja, jetzt sind wir aber vom Thema abgekommen, aber wenn wir hier in so einer Hundequest sind, dann muss das einfach mal sein, ja, so ein bisschen Hundegeschichten. Ja, ich weiß, du bist aus Chile, das hatten wir schon mal. Schön, dass du eingeschaltet hast, Vincente. Okay, und jetzt, der versteht mich doch, glaube ich, gar nicht, oder? Kann der Deutsch? Berenelnel, was sagst du denn jetzt? Falls ihr nach einem Almosen sucht, dann sucht bitte weiter. Ich habe es schon schwer genug, diesen räudigen Köter zu füttern. Oho, sie ist wohl kein Hundetyp. Seid ihr Brelelnel? Ich bringe Kunde von eurem Vetter. Lasst mich raten. Urinol hat euch hergeschickt, um mir auszurichten, dass er noch ein paar Wochen länger auf seinem Abenteuer unterwegs sein wird, ja? Nun, dann geht schnurstracks zu ihm zurück und sagt ihm Folgendes. Hunde sind teuer. Er wird mir alles zurückzahlen, was ich dafür ausgegeben habe, diesen saublöden Köter zu füttern. Es tut mir leid, euch schlechte Neuigkeiten überbringen zu müssen, aber Orinolnol ist tot. Er ist... was? Er ist tot? Wie in Ifris Namen ist das geschehen? Ihr solltet sein Tagebuch lesen. Ich habe es mitgebracht. Orinol ist tot. Ich kann es kaum glauben. Mein Vetter sehnte sich schon immer nach Abenteuern. Aber er war stets so vorsichtig. Ich hätte niemals gedacht. Sei es drum. Ich weiß, warum ihr hier seid. Es geht um den Hund, oder? Ich habe schon immer gewusst, dass er ihn mehr liebte, als er sich anmerken ließ. Werdet ihr euch um Jona kümmern? Ich schätze, das muss ich wohl. Ich gebe zu, dass dieser Köter nützlicher als die meisten anderen ist. Immerhin hält er die Ratten im Zaum. Ich glaube außerdem auch nicht, dass es sonst irgendwer tun würde. Vielen Dank, dass ihr es mir erzählt habt. Hier habt ihr etwas für euren Ärger. Jetzt ist aber niedergeschlagen. Wir kriegen eine verrußte Uhrwerkkassette. Und jetzt schauen wir doch mal rein. Das war ja eine relativ zügige Quest. Die hat uns ja nur mal hier in die alten Gebiete geführt. Was ist denn in dieser Uhrwerkkassette drin? Jetzt gib mir einen neuen Stab mit dieser Kugel oben drauf. Ach, ein Stromschlagring. Nein, die braucht doch kein Mensch. Okay. Dann nehmen wir den jetzt mal. Und da haben wir... Ich frage mich, ob Jona je begreifen wird, was da vorgefallen ist. Ifre weiß, dass sie wie eine Klette an mir hängt, seit Orinol, nun ja, fort ist. Das Leben als Hund muss hart sein. Macht euch aber bloß keine Sorgen. Ich werde mich um sie kümmern. Und sei es nur, um das Andenken meines Vetters zu ehren. Okay, sie hat nochmal erzählt, was er so... was sie jetzt davon hält. Das finde ich ja ganz gut. Und von daher, ja, jetzt sind wir dann auch durch. Ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal, um das Andenken des Hundes da und des toten Magiers da irgendwie, die Wahrheiten des Jägers, okay, anzusehen, und das passt jetzt. Wir gehen zurück nach Uhrwerkstatt. Es war jetzt mit dem Stromschlagring wirklich nichts Besonderes, was ich da in der Quest bekommen habe. Oder benutzt ihr das Stromschlag-Set? Also würdet ihr das benutzen? Ist das ein Set, was ihr gut findet hier? 4% erhaltene Heilung, maximales Leben, wiedererhaltene Heilung, und wenn ihr Schaden erleidet, besteht eine 25%ige Chance, dass ihr eure Schaltkreise überladet und so Feinde für jeden getroffenen Feind 945 Leben heilt. Hm, okay. Würdet ihr das benutzen? Ist das was für euch? Ich finde den jetzt nicht so prickelnd, ehrlich gesagt. Aber man kann ja nie wissen, was er alles erzählt, der Spanier. Ich habe hier einen, der spricht Spanisch die ganze Zeit im YouTube-Chat. Das wird gar nicht gerade angezeigt. Er versucht es zu verstehen. Ah, okay. Ich habe ja den Google-Übersetzer. Wie schnell man dann durch den Google-Übersetzer doch weiß, was er sagt. Ich weiß nicht, was ich gerade gesagt habe. Sagt er wohl. Das ist ja so lustig. Also, jemand, der aus Chile zuguckt, das ist mal nice. Aber ich werde es später herausfinden, sagt er. Sehr cool. Okay, wir gehen weiter.
Also da müsste er jetzt bei YouTube sein, damit er das mitbekommt, weil das nicht gerade im Restream-Chat überträgt. Das meine ich mit YouTube und Restream und YouTube Gaming. Kriegt irgendwie nicht alles auf die Reihe. Da gibt es immer so ein bisschen Komplikationen mit den Übertragungen, mit dem Chat und so. Aber ich glaube, ihr versteht mich ja wenigstens. So, jetzt geht's wieder zurück in die Uhrwerkstatt und wir machen eine neue Quest in einem Gebiet, was ich auch noch nicht abgeschlossen habe. Was dort auf uns wartet, da bin ich mal ganz gespannt, weil das ist irgendwie so ein Garten, ein Labor oder irgendwie sowas. Und das ist hier ganz rechts, die nie versiegende Quelle. Die Quest nehmen wir jetzt an und schauen uns an, was uns dort erwartet. Wenn ihr vorher noch Fragen habt, könnt ihr gerne fragen. Ich muss kurz was trinken, bin also mal 20 Sekündchen, ein Minütchen nicht mehr zu hören. Also bis gleich.